Dem Schiff gegenüber sind heiße Tryhards. Hast du schon gesehen? Heiße Tryhards? Guck mal, heiße Tryhards. Moin Leute, Trimax hier. Es ist einfach mitten in der Nacht. Ich habe im Stream vergessen, Clash of Clans zu bringen. Das müssen wir jetzt noch machen. Also, erstmal, ich will das Dorf maxen. Free-to-play plus Pass. Es ist ein fucking weiter Weg. Wir sind jetzt, ich glaube, knapp anderthalb Jahre dabei. Viele Sachen sehen schon gut aus. Viele Sachen sind noch komplett Arsch. Keine Ahnung, Minerva Level 6 und sowas. Helden sehen gut aus, aber auch Free-to-Play plus Pass. Mit den Ärzten ist das brutal. Pets laufen gut, Labor läuft gut. Wir haben noch eine Taktikänderung und so weiter. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Auch wenn wir neue Updates rauskommen, gehen wir auf den Pay-to-Win-Account, kloppen wir da alles rein, was geht, bis ans Limit. Deswegen abonnieren. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann könnt ihr das hier machen. Das machen von euch schon 40.000 Leute, das ist krass, krass. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der dort den Code einträgt. Wahnsinn. Genau, hält 7 Tage, kostet euch gar nichts. Und bevor ihr euch einen Season Pass oder sowas holt, könnt ihr das machen. So, jetzt müssen wir aufnehmen, bevor die Season endet. Denn man hat ja durch, wir haben ja Free-to-Play plus Pass. Ein großer Vorteil vom Pass ist ja 20% Bauarbeiterschub. Die erste Woche hat man diesen Bauarbeiterschub ja nicht. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall die Arbeiter beschäftigen. Und die Clanspiele sind auch fertig. Da kommen wir auch noch gleich zu. Wir sammeln hier erstmal die ganzen Gems ein. Juwelenkiste schmeckt natürlich unfassbar. Man kann Free-to-Play plus Pass, wenn man alle Items, alles richtig spielt, alle Challenges und alles verkauft, was man hat, sind das 2000 Gems im Monat. Das ist komplett gestört. Das ganze Free-to-Play wird immer weiter beschleunigt. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir können uns die Belohnungen einsammeln. Was nehmen wir mit? Wir gehen jetzt überwiegend stark auf Gems. Und da habe ich mir nämlich was Großes gedacht. Ich kann ja immer wieder hier mit Überfallmedaillen Woche für Woche Pet-Tränke und Forschungstränke mitnehmen. Jetzt die Frage, da könnt ihr mal eure Meinung bitte in die Kommentare schreiben. Leute, die sich wirklich mit viel mit Clash of Clans auskennen. Macht das noch Sinn? Mittlerweile grade ich hier Sachen im Labor ab, die ich eh nicht spiele. Ich habe jetzt sogar Heiler-Max, die ich nicht brauche. Kobolde war wichtig, das habe ich. Jetzt habe ich Drachen. Elektrodrachen, die spiele ich gar nicht. Heiler, Wurzelkriegerin, wollte ich eigentlich spielen, wurde genervt, ist aber natürlich immer noch stark. Wurzelkriegerin und Titan-Max habe ich auch nicht gespielt. Alle Zauber-Max, Max-Zauber, die ich noch nicht gespielt habe. Lava-Hund, Eisgolem, Wächter-Slaying, habe ich einfach für einen Flex alles gemaxt. Macht es noch überhaupt Sinn, dass ich so krank schwitze, über Überfallmedaillen mir jedes Mal Forschungstränke zu ziehen, um dann das Labor zu pushen? Weil es wird der Tag kommen, wo ich mein Labor gemaxt habe, aber mein Dorf noch nicht. Und da denke ich mir, kaufe ich mir lieber bitte Überfallmedaillen, keine Ahnung, Bauarbeiter Sternglas irgendwie so und verkaufe das dann einfach jedes Mal für 10 Gems. So kann ich insgesamt im Dorf schneller, mein Dorf an sich kriegt schneller Progress, aber die Pets, die auch schon gut aussehen, ich habe fucking Phoenix maxed, spiele ich nicht. Dann habe ich Frosty fast maxed, spiele ich nicht. Ja, man kann ja eh nur 4 Pets spielen, also keine Ahnung, und die werden ja trotzdem geupgradet. Das dazu, gerne Meinung in die Kommentare. Erstmal Clan Kriegsbelohnung, können wir alles einsammeln. Wir gehen auf Gems. Das sind 50 Gems. Gems. Bauarbeitertrank ist gut. Den nehmen wir so mit. Gems. Und Buch der Helden. Belohnung abholen. Schön. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts verkackt. So, jetzt kriegen wir noch eine Belohnung. Nochmal 100 Gems. Jetzt sind wir, und jetzt kommt nämlich hier wieder mein Play. Wir können, das Beste, was man machen kann, das Allerbeste, was man machen kann für jeden, ist dieser kleine Kobold. Der Kobold ist das Krasseste, was du mit deinen Gems machen kannst. Free-to-play, Pay-to-win, Free-to-play plus Pass, scheißegal. Dieser gibt dem die Gems. Das ist das Krasseste, okay? Er arbeitet gar nicht selber, es ist ein anderer Kobold, der da arbeitet. Keine Ahnung, wer das ist. Der arbeitet noch für 7 Tage, wunderbar. Richtig schön in die neue Season rein. Was aber auch geht, das Beste pro Gem ist so das Buch des Bauens, was einen voranbringt. Man kann aber auch, und das ist relativ ähnlich, auch auf das Buch der Helden gehen. Das kostet 500 Gems und springt für uns jetzt 6 Tage, 18 Stunden mit fast 5 Tage, 9 Stunden. Und dadurch wird der Wächter besser. Ist nicht so wichtig, gibt nur ein bisschen Trefferpunkte und Schaden. Wichtig sind natürlich seine Ausrüstung, seine Fähigkeiten. Die haben wir maxed. Aber ich finde das trotzdem nicht verkehrt. Und das machen wir jetzt mal, habe ich mir gedacht. 8,2 Millionen. Zack, upgraden. Bumm. Hinlegen. Wächter ein Level hoch. Jetzt sehen wir unsere 500 Gems, die wir bekommen haben. Buch der Helden. Zack. Wächter nochmal hinlegen, Wächter nochmal aufstehen. Wieder 2 Level Wächter gemacht. Und jedes Mal im Season Pass sind ja auch immer 2 Bücher der Helden drinne. Die klatsche ich einfach alle auf den Wächter. Guck, jetzt ist schon 48. Ich habe den nie geupgradet. Ich brauche den jeden Tag immer. Wenn ich mit Kobolde farm, brauche ich den. Wenn ich mit Drachen angreife in Clan kriege, brauche ich den. Ja, wieder 2 Level hoch und er lag nie flach. Wunderbar. So, jetzt einmal verkaufen, was wir nicht brauchen. Hindernisschaufel weg, 50 Gems. Mauernringe, alle weg. Jeweils ein Mauernring, 5 Gems. Sehr schön. Das steigt doch wieder.
So, jetzt würde ich noch, ja, Uhrenturmtrank sowieso weg, 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems, das sind die allerbesten, die man kaufen kann. Ja, also Forschungstrank setze ich noch ein und Begleitertrank auf jeden Fall, wenn ich es brauche. Aber ich würde keine neuen kaufen und alles, was da jetzt in Zukunft reinkommt, in Gems verwandeln. Sternebonus ist mal 4, es gibt gerade ein Community-Event. Das waren nicht so krasse Belohnungen. Im Brawl Stars war das Community-Event wahnsinnig krass. Hier haben wir Rubble Rumble. Vierfacher Sternebonus ist ganz geil. Und wir müssen ja Sachen lange beschäftigen. Deswegen, ich weiß gar nicht. Ich würde das Ding für die Clan-Kriege immer auf Rage lassen. Ich kenne mich da aber nicht aus. Ich mache das jetzt, weil das 12 Tage, 12 Stunden, beziehungsweise 10 Tage mit Pass kostet. Würde ich das jetzt upgraden? Einfach, weil es schön lange dauert. Dass man lange noch von diesem Bonus profitiert, bis ich den Bonus wieder habe. Das machen wir jetzt. Zack. Jetzt gehen wir Schatzkammer leer machen. Schön. Und jetzt greifen wir an und wollen 6 Sterne holen, denn es ist vierfacher Sternebonus. Wir sind Titan, im höchsten Titan, über 4700. Ich muss auf jeden Fall 5 Sterne holen. Ich bin immer noch kacke. Ich brauche immer noch das Coaching von Itzu. Wir spielen jetzt aber gerade so viel Brawl Stars, dass ich da nicht aktiv zu komme, dass ich da mal Angriffe richtig lerne. Alle fragen, warum greifst du mit einem Rambok-Boden an? Es klappt so ganz gut. Ich bin nicht der Allerschlechteste im Clan. Den nehmen wir. 1, 2, 3. Jetzt, oh, kriege ich das beides? Das ist zum Beispiel gut. Das ist gut gespielt. Da sehe ich Luftfeger und Luftabwehr in eine Richtung. Das ist jetzt einfach komplett weg. Jetzt haben wir da noch eine Luftabwehr. Die kriegen wir auch noch. Jetzt funneln wir mit den Superdrachen. Ah, das nächste Event ist auch schon angekündigt, ne? Mit Clash of Clans haut ja immer den Kalender komplett raus. So. Das könnten drei. Obwohl, der auch schon gute Defense. Wenn das drei? Mein Gefühl sagt mir irgendwie ja, aber ich weiß gar nicht warum. Sobald jemand nicht gemaxte Luftabwehr hat, habe ich irgendwie einen Höhenflug. Ein bisschen warten, ein bisschen warten, ein bisschen warten, ein bisschen warten. Jetzt zünden wir. Ganz entspannt. King können wir auch mal. Ey, ich finde die Gladiatorin ist so krass, ne? Ich habe ihren fucking diese Tempoflasche gemaxt. Ey, was die anstellt, ist der Wahnsinn. Guck dich das mal an. Zack. Ah, jetzt ist sie in der Plörre drin. Ich glaub's nicht. Die ist slowed. Jetzt ist die ganze Fähigkeit weg. Das war bad. Das kriegen wir alles mal ein. Das ragen wir mal auf euch beide. Reiß mal das Rathaus nieder, bevor es eklig wird. Oh, wieso kriegt er so viel Schaden? Queen lebt auch noch. Slowt die andere Queen. Wunderbar mit Frostpfeil. Hübsch. So, wie viele Drachen leben denn noch? Ein Drache. Zwei. Ja, drei. Drei Drachen und der King. So, weg damit. Wunderbar. Drei Sterne. Und glaube ich, stabiler Loot war das, oder? Ja, mit Bonus. So, jetzt nochmal schnell anfordern. Clankrieg muss ich auch noch machen. Clankrieg endet in 4 Stunden, ey, fuck. Ich habe hier den Vorteil mit den Banken nicht ausgenutzt. Die Bank ist nicht voll, das muss ich eigentlich auch noch machen. Guckt euch mal, wie krass das Labor hier ist. What the fuck? Nacht, also die Nachtbasis ist ja hier sowieso schon maxed. Auf zumindest die erste Hälfte. Die zweite sieht auch schon gut aus. Aber Labor in der Nachtbasis maxed. Ich brauche nur noch diese Wutbarbahn. Das spielst du nebenbei, das war ja gar nicht Teil der Challenge. Da will ich gar nicht maxed sein. Oh, und dann auch noch sehr interessant. Bald haben wir es geschafft. Ich spiele jetzt wirklich dumm viel. Man kann ja mal sehen, wie viel man spielt anhand des gefarmten dunklen Elixiers. Stiehl 1 Million dunkles Elixier ist die Herausforderung. Ich habe jetzt 44 Millionen. Zerstöre 5000 Inferno-Türme und zerstöre 2000 Adlerartillerien. Wir brauchen nur noch 501 Adlerartillerie und nur noch 900 Inferno-Türme. Dann gibt das jeweils 1000 Gems. Und mehr als die Hälfte von Streukatapulten haben wir auch schon. Das sind auch nochmal 1000. Da kann man 3000 Gems Free-to-Play mitnehmen. Das wird ein dickes Ding. Wie viel selbst braucht man für einen. Kann ich den töten? Schade, für die Eagle Little jetzt nicht gereicht. Habe ich noch nie gemacht. Einmal probiert. Weil mich der fucking Monolith immer abfuckt, weil der so scheiße stark ist. Haben wir jetzt einfach mal gemacht. So, jetzt gehen wir hier rein. Wir brauchen noch nur 2 Sterne. Dann gibt es den dicken Bonus. Monolith finde ich auch viel stärker als Luftabwehr. So, schön reinfliegen hier. Hier mal ragen. Rage nicht getroffen. Peinlich. So, jetzt hier auch mal die Gladiatoren einfach mal zünden. Guck mal, zack, Luftabwehr weg. Doppelkanone weg. Minenwerfer weg. Ja, die Kanone frieren wir lieber ein. Zünden, geil. Wird die wieder hochgeheilt. Die Heilung ist mittlerweile so geil stark vom. Ah, da ist ein Inferno-Turm drauf auf ihn. Aber er ist noch unbesiegbar. Greif mal jetzt an. Du hast extra eine Wutflasche, damit du schneller angreifst. Warum greifst du so langsam an? Barbarenkönig, bitte. Ja. Mach den Inferno-Turm kaputt. Ja, mach den Inferno-Turm am besten kaputt, bevor er dich tötet. Ja, das war richtig scheiße. Das war richtig bad. Mhm, der Inferno-Turm tötet. Oh mein Gott, der Inferno-Turm hätte den Spirit Fox getötet. Dann kommt Diggy und stunt das Ding. Traum. Jetzt ragen wir euch auch mal. Ihr seid irgendwie gerade krass. Die haben Momentum. Da werden die Türme. Oh, ich finde die Gladiatoren krass. Mit Geisterfuchs. Tot ist der Geisterfuchs, aber jetzt kommt Diggy noch dazu. Ich weiß gar nicht, wo Diggy ist. Diggy ist auch mein Wächter?
Das sind ja schon wieder drei. Traum. Obwohl ich alle 9 Blitze auf den Inferno-Turm geschmissen habe. Helden machen alles, Helden machen alles. Zack. Und das ist halt ein fetter Bonus. Einige dachten, die Ärzte sind auch vierfacher Sterne-Bonus. Natürlich nichts für viel zu krass. Digga, 21.000 Dunkles für vierfacher Sterne-Bonus. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das sammeln wir direkt mal ein. Zack. Wieder sau viele Ressourcen. So. Ich glaube, das Sinnvollste wären Bogenschützentürme maxen. Aber wenn die gemaxt sind, sehen die ja nur... Es gibt ja... Die haben ja noch nicht dieses Rathaus 16-Design, ne? Hier, Layout bearbeiten. Hier, alles dieses Gelb-Rote. Dieses sieht so geil aus. Alleine deswegen... Und die Tesla gibt es in diesem Design. Die Minenwerfer gibt es in diesem Design. Die Magiertürme gibt es in diesem Design. Würde ich das am liebsten... Und ich glaube sogar die Bombenturm gibt es auch, glaube ich, in diesem Design. Deswegen würde ich die gefühlt am liebsten machen... Ne, lass uns den Bombenturm machen. 7 Millionen wird das Ding kosten. Dann geben wir jetzt aber mal ein paar Mauern noch aus. 7 Millionen haben wir noch. Da fehlen 200.000. Ich will noch einen Streukatapult. Aber da möchte ich, werde ja auch wieder ein Buch des Bauens bekommen oder auch einen Hammer des Bauens. Das möchte ich dann auf dem Streukatapult einsetzen. Das würde nämlich 12 Tage dauern. Das ist schon das Beste. Gehen wir auf den Bombenturm. Zack. 7 Tage beschäftigt. Koboldarbeiter sind beschäftigt, alle Arbeiter sind beschäftigt, auch in die neue Season rein. Morgen ist der Magierturm fertig, dann kann ich Mauern farmen. Okay, das ist der Stand. Schreibt auch in die Kommentare, wofür soll ich meine nächsten Erze ausgeben? Das machen wir wieder live gemeinsam zusammen. Ist es der Frostpfeil? Ist es Unsichtbarkeit? Ist es Wut? Ist es die andere Fähigkeit von der Gladiatorin, damit sie noch mehr Schaden bekommt? Ist es das stärkste Item, was es überhaupt gibt? Den Riesenhandschuh habe ich schon Level 21, wird jetzt immer teurer. Soll ich das noch hochziehen? Oder erstmal die Wutflasche? Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich lese mir sehr, sehr gerne eure Kommentare dadurch gerade zu Clash of Clans. Ich bin böse. Ich möchte diesen Account maxen. Niemals Geld hierfür ausgegeben. Immer nur Free-to-Play plus Pass. Es geht gut voran, aber es ist noch ein weiter Weg. Soll es ja auch jedes Jahr ein neues Rathaus kommen. Viele Updates, viele Events. Es macht gerade ultra viel Spaß vom gesamten Content her. Die nächste Ausrüstung ist ja auch unterwegs. Gibt es ja schon einige Leaks dazu. Ja, meine Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Clash of Clans Video. Tschüss.